Hier sehen wir dann zwei Felgen. Das sind die anderen beiden von den anderen beiden, die ich neulich schon mal zu einem Felgenofen verbaut habe. Nur heute mache ich das, wie gerade schon im Intro erwähnt, komplett mit Mack. Geht halt doch. Ich vermute und hoffe, dass es schneller geht. Ich denke auch mal, dass ich den anderen Ofen, den ich schon gesehen habe, gut verkauft kriege. Das weiß ich noch nicht, weil ich ihn heute Abend inserieren werde. Darum mache ich jetzt noch einen neuen Ofen. Nur halt komplett mit Mack. Ich mache das jetzt wieder so wie beim letzten Mal, dass ich die beiden. Wie nennt man das denn? Das, was man außen sieht, nennt man das Felgenbett? Ich glaube wohl, ne? Felgenbett, dass das jeweils außen und immer oben und unten ist. Geschweißt wird wie immer mit meinem Stahlwerk mit 135 mm Bibliothek. So, gucken, dass es einigermaßen vernünftig aufeinander liegt. So, das langt wohl. Ich werde das jetzt genauso punkten wie beim letzten Mal. 17, Ampere, 17 Volt lasse ich mal drauf. Ich werde das jetzt ungefähr mit 95 Ampere einmal punkten und beim Durchschweißen halt auf 85 reduzieren. So der Plan. So, hoffentlich haben wir genug Masse. Hier nicht. Mal gucken, ob ich das. Ob das jetzt schon reicht? Nein. Eigentlich müsste ich die Felgen komplett abschleifen, da habe ich aber keine Lust zu. So, ich habe jetzt einfach hier den Lack versucht anzuschleifen. Mal gucken, ob das jetzt schon reicht. Noch ein Trick unter uns Gebetsschwestern. Ich habe jetzt hier, das seht ihr glaube ich mit dem Licht nicht so gut, ein Stück einfach mit dem Winkelschleifer abgeschliffen mit der Fächerscheibe. Ich schweiße jetzt hier gleich eben diese Schraube an, dann haben wir sicherlich irgendwo Masse. So, schweißen tut das Gerät jetzt schon mal. Ich hoffe, dass ich hier unten auch Masse habe. Seht ihr das? Ja. So, nächster Versuch. Versuch macht klug. Ich muss die Masse auch anlegen, logischerweise. Perfekt, oder nicht? Das mache ich jetzt nochmal rundherum. Ich sage immer, hat man erst einmal Masse, dann hat man sie auch überall. Auch auf so einem Scheißfleck. Es spritzt zwar wie verrückt, aber man hat die Felgen zumindest verbunden. Muss ja auch nichts halten. Also gehalten hat, muss ja bloß nicht zwei kleinen Felgen halten und gut ist. Ich mache das doch mal mit 110 Ampere. So, geheftet oder gepunktet, geheftpunktet ist das Ding jetzt. Ich versuche jetzt eine Naht durchzulegen. Hot, but they-
the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity and mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Ich weiß nicht, wie das auf dem Bild aussieht, es raucht auf jeden Fall. Ist aber ganz normal, weil das ist, ich glaube, waren glaube ich noch ein paar Strohhalme zwischen. Die Farbe ist auf jeden Fall natürlich verbrannt. Also die restliche natürlich übrig ist. Hier ist überall Hitze hingeflossen, das ist natürlich alles verbrannt. Ich ziehe gleich um diese hier Ventile raus. Dann wird diese Naht hier einmal abgeschleppt und gucken, was noch übrig geblieben wird. Hier haben wir dann die schöne Schweißnaht, nachdem wir sie einmal abgeschleppt haben mit der Fächerscheibe. Ist natürlich sehr porös, aber dafür, dass ich auch mehr oder minder quasi nur Rost geschweißt habe, sieht das ganz gut aus. Im Vergleich zum Stabelektrode MMA-Speisen ist die Naht an sich natürlich ziemlich schmal geworden. Ich fand das persönlich optisch schöner mit der MMA mit Elektrode schweißen, weil durch diese breite Naht ist die Optik der Felge einfach besser erhalten geblieben und es sah besser aus. Und der Spalt ist auch besser zugeschweißt, also sah besser als. Ne? Also mir gefiel es einfach optisch besser mit Elektrode. Dass ich das jetzt sage, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, diese Porosität kriege ich natürlich jetzt nicht mehr so einfach weg. Ich könnte natürlich nochmal drüber schweißen, dann müsste ich aber nochmal Gas und nochmal Draht bezahlen. Das nützt letztendlich auch nicht und nachher müsste ich ja nochmal wieder abschleifen. Das ist also alles für den Arsch letztendlich. Und darum nehmen wir das Zeug, was wir von dem Video, was ihr von meinem Video kennt, von meinem Waschmaschinengrill. Das habe ich ja eineinhalb Mal quasi hochgeladen. Das hier ist dieses hier, formbare Kaltschweißmasse. Das ist das hier, die findet ihr auch in der Videobeschreibung, die habe ich bei Amazon bestellt. Das ist gar nicht mal teuer, das ist wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber auch beim Waschmaschinengrill ist es wirklich klasse. Trägt man einfach auf wie Knete, lässt es über Nacht trocknen. Ich weiß nicht, 24 Stunden ist da glaube ich irgendwo drauf. Aber egal. Einfach trocknen lassen, vorher entfetten, bevor man es aufträgt und dann kann man es benutzen. Also wirklich klasse. Gar nicht auch wirklich nicht teuer, das machen wir jetzt. Und ihr könnt mal dabei zuschauen. Ich werde jetzt einfach entfetten mit Bremsenreiniger. Und dann tragen wir zusammen die Kaltschweißmasse auf. Ich verteile den Bremsenreiniger jetzt einfach hier auf der Fläche. Einmal rundherum. Hier ist die Kaltschweißmasse, die drehe ich einfach auf. Die ist hier nochmal mit einem Pappstück irgendwie luftdicht versiegelt. Und nochmal. So kriege ich das jetzt nicht auf. Das ist aber eine graue Paste. Graue Paste, die rühre ich jetzt einfach im Schnell mit dem Spachtel um. Das hat einen Meißel, aber der passt da halt gerade gut rein. Steht auch auf Anleitung so drauf, dass man es einmal durchrühren muss. Wenn es sonst nicht drauf stehen würde, das schadet ja nicht. So, ich habe mir jetzt schöne Dieselhandschuhe angezogen. Man hätte auch einfach diese Gummi, die Latexhandschuhe ziehen können. Besonders wie zwischen diesen Benzinhandschuhen oder Dieselhandschuhen und Latex-Handschuhen sind. Die Dieselhandschuhe gibt es an jeder Tankstelle kostenlos.
Ich verteile diese Masse jetzt einfach einmal schnell rundherum, lasse die über Nacht trocknen und dann sehen wir gleich im Video für mich morgen weiter. Das Blöde an diesen Dieselhandschuhen ist, da passen auch Leute rein mit dem Fuß rein. Nicht nur mit der Hand. Hier haben wir jetzt einen Tag später knapp das Öfchen bzw. die Naht von diesem Ofen ist jetzt soweit getrocknet. Also die Kaltschweißmasse sieht auch soweit ganz anständig aus. Na gut, ich werde wohl kein Karosseriebau mehr in diesem Leben, aber das ist auch scheißegal, weil das ist ein Ofen, den für ein paar Euro über den Markt geht. Ich meine, da kann ich nicht unnötig Material und Zeit und Geld reinstecken. Das lohnt sich sonst unterm Strich nicht. So, ich mache das genauso wie beim ersten Ofen. Ich habe mir jetzt hier ein Stück Papier angezeichnet. Das mache ich damit hier wieder mit Magneten hier am Fest. Dann werde ich da gleich Farbe drum sprühen und den Rest seht ihr dann. Ich habe hier wieder billigen Sprühlack. Ich meine, der muss ja nichts halten, außer dass er einmal hier die Konturen abfärbt. Beim letzten Mal übrigens sehr gut gelungen, finde ich. Auch ich lerne ja noch dazu. Dieses Mal nehme ich mir aber gleich hier den großen Winkelschleifer, den GWS 22-230JH Bosch Professional. Habe ich damals im Angebot gekauft. Hatte sonst 199 Euro gekostet, habe ich für 98,99 vor 2-3 Jahren gekauft. 3 Jahre muss es ja sein. Ich brauche den eigentlich nicht, aber wenn ich den mal brauche, dann ist er doch ganz praktisch. Wir schneiden jetzt zusammen das Loch rein. Ich zeige euch zumindest einen kleinen Ausschnitt davon. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Jetzt kommt wieder das schönste Geräusch auf der ganzen Welt. Gleich werden wir erstmal wieder eine Runde zusammen im Graten. Will ich die Scheibe da, die Klappe oder Fächerscheibe im Graten, brauche ich ja nicht nochmal zu erklären. Für den Innenraum selbst könnte ich natürlich einen Handengrater nehmen, dafür sind die Grate aber zu scharf. Ich könnte mich auch da mit einer Feile hinsetzen. Das ist aber ja oldschool, dauert viel zu lange, kostet viel zu viel Geld. Ich habe das letzte Mal mit diesem hier gemacht. Mit diesem, Namen wieder vergessen, Druckluftstapelschleifer, abgewinkelt ist auf jeden Fall. Gibt es auch noch einen Grate. Das ist halt abgewinkelt. Da komme ich perfekt mit rein. Vorne ist ein Schleifmobteller von Klingsburg, Krönung 40 drauf. Wirklich sehr ideal für dieses Gerät. Ich brauche das eigentlich nicht, aber das habe ich noch nie benutzt, so wirklich. Habe mir vor Jahren bestellt, nachher ist glaube ich 2 Jahre lang blöd in der Schublade rum und jetzt hat er wirklich mal seinen Dienst zu tun. Ihr hört, hier ist ein richtig scharfer Grat dran. Überall. Da gehen wir jetzt gleich mit dem abgewinkelten Druckluftstabschleifer drüber. Ihr hört, da ist kein scharfer Grat mehr, ich kann die Probleme mit dem Finger drüber streichen. So, ich muss es schweißen, aber es ist gestern aufgefallen, mein Schweißdraht ist leer, den muss ich erstmal wechseln. Schweißgerät ist wieder geladen, hier, das ist ein Grat die nächste Woche, ich habe Lust auf Schweißen. Neue Gratrolle ist drin, wenn ihr so eine haben wollt, guckt in die Videobeschreibung. Genauso, wenn ihr das Gerät haben wollt, guckt in die Videobeschreibung. Sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, aber letztendlich das gleiche. 17 Volt, 70 Ampere. Ich verschweiße jetzt dieses Teil aus der Trockner, ich weiß nicht, wie das Ding nennt. Hat aber beim letzten Mal ganz gut funktioniert. Habe ich jetzt mittig ausgerichtet, so ungefähr per Augenmaß. Sieht aber ganz gut und gleichmäßig aus. Das punkte ich da eben an. Und dann kann ich es verschweißen, wie beim letzten Mal auch. Ich mache jetzt erstmal weiter hier mit dem Fuß. Das ist wie auch im ersten Video eine Bremsscheibe. Leider ist der Radnabendurchmesser größer als dieses Stück Rohr, was einer
Industriefritteuse entstammt. Darum habe ich jetzt dieses Stück Blech, das war übrigens mal eine Sägeübung von mir von der Berufsschule. Opus Primus. Von Latein damals schon toller, schöner als Metall verarbeiten, aber gut. Die lege ich da drauf, schweiße das gleich alles zusammen und ihr könnt mir dabei wieder zuschauen. Ich schweiße das mit 95 Ampere. Die Bremsscheibe ist natürlich ganz gut dick, die braucht ein bisschen Strom. Masseklemme. So geht es am Einfassen. Das ging beim letzten Video auch ganz gut. Ihr seht hier mein super duper Felgengequatsch. Das Ding ist eigentlich nur ein Hammer, Hammerkopf mit dem Schlüssel vom Winkelschleifer. Somit findet man diesen Winkelschleifer-Schlüssel leichter wieder. Man kann den Hammer noch als Hammer benutzen. Das ist eigentlich das Tollste, was ich jemals als Recycling-Projekt gebaut habe, meiner Meinung nach. So, wir schweißen immer weiter. Aber ich wollte das wenigstens einmal loswerden. So, das ist fest. Dann kommt jetzt also ungefähr mittig das Rohr hin. Erreichen aber auch 80 Ampere. Auch erstmal wieder punkten. Da ist leider noch Fett drauf von der Fritteuse, darum schweißt sich das ein bisschen blöd. Ich lasse das doch mal bei 90 Ampere. Das stimmt richtig schön nach Fritteuse. So, dieses Mal das ganz ohne Hilfszurichtung gefärbt. Ein schöner Schlag mit dem Hammer und dann ist wieder gut. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. Das ist daraus jetzt geworden. Dieses schöne Stückchen sieht natürlich jetzt nicht gut aus, weil das hier die Schmauchspuren sind. So sieht es mir besser aus. Sieht man aber nach dem Lackieren nicht mehr. Ich werde nicht so wie im ersten Video auch nicht diese Schleifpunkte oder die Schweißpunkte werde ich auch nicht abschleifen. Das dauert einfach zu lange. Dann werde ich gleich das Scharnier auf dem Ofen anschweißen. Da brauche ich nicht auch nochmal zu filmen. Wenn ihr sehen wollt, guckt euch den ersten Teil an. Und dann lackieren wir gleich zusammen. So, was ich noch erzählen wollte. Der Farbtopf vom letzten Mal hat uns gereicht, dieser kleine Rest, den ich da noch hatte. Für heute muss ich aber hier eine neue Farbe einbrechen. Die habe ich auch schon letztes Jahr gekauft. Ja, wir fangen an Farbe zu mischen. Ich muss ein Mischgefäß suchen und dann können wir auch heute wieder lackieren. Das hätte mich auch nicht anders gewundert. So, Farbe ist in der Pistole. Verdünnt ist sie vorher auch worden. Ich habe jetzt hier meine tollen Handschuhe. Mehr Hand als noch Schuhe, aber egal. Dann wollen wir mal. Ja, ihr habt gerade im Video gesehen, im Zeitraffer gesehen, wie ich den Ofen lackiert habe. Das habe ich heute Morgen jetzt vor Vormittag geschnitten. Übrigens heute Sonntag.
Ich werde euch jetzt noch den Ofen zeigen. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Abschalten. Ja, danke. Fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr so einen Ofen haben wollt, könnt ihr gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich brauche die nicht. Ich habe es nur fürs Video gemacht. Ja, kann auch empfehlen, guckt unten in die Videobeschreibung rein, dass alle Produkte, die ich in diesem Video gezeigt habe oder ähnliche verlinkt. Dann kriegt man kleine Verkaufsprovisionen. Ihr kennt den Spruch, Pecunia non olet, Geld weg. Quatsch, Geld stinkt nicht. Nun viel Spaß mit dem Endresultat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier seht ihr das Endresultat. Ist soweit ganz schön geworden. Sieht halt aus wie der andere, nur dass die Klappe hier ein bisschen schief geschnitten ist, aber ist eben handmade. Ich habe natürlich auch noch vergessen zu zeigen, dass man die Klappe natürlich auch öffnen und schließen kann. Läuft auch vernünftig, muss ich sagen.